Hey Leute, hier ist euer XCP-Clan und heute möchten wir eine Adventure-Map mit euch spielen. Wir sind heute einmal zu viert, mit dabei ist Bibalbo, der Dave nennen wir auch ihn öfters, Kalle und Büffel. Ja, wir spielen die Map Prince of Minecraftia oder so, glaube ich, heißt die. Ja, Prince of Minecraftia, die Version 1.9. Allerdings ist sie schon ein wenig älter vom Vladifosch. Hier sieht man auch nochmal einen Namen auf dem Schild. Ja. Wir werden auch, ich und der Büffel, wir werden auch abwechselnd immer aufnehmen und dann auch auf verschiedenen Channels hochladen. Immer abwechselnd einmal dann halt auf unseren XTP Gaming Clan Surfer und dann auf dem Büffel Boy seinen Minecraft, Let's Play Minecraft Channel. Ja, genau. Okay, zu der Version wollte der Kalle noch was sagen? Na, wir spielen die Version 1.2.5 und es ist ja die Version 1.9. Da gibt es bestimmt ein paar Glitches, wo wir nicht weiterkommen können oder wo wir noch nicht sprinten konnten. Also müssen wir etwas schießen oder etwas anderes machen. Mehr dazu erzählt euch Dave. Ja, wir werden halt versuchen, so weit wie möglich ohne jegliches Cheaten zu kommen. Ja, und wenn es halt wirklich nicht mehr möglich ist, dann werden wir müssen wir uns halt echt helfen, aber wir versuchen ohne Cheaten durchzukommen. Also wir sind jetzt halt hier direkt am Spawn, ich weiß aber nicht genau. Also da geht's auf jeden Fall dann weiter. Da hinten ist aber noch ein Piratenschiff. Piraten! Ho ho! Ich glaube, da ist eine Kiste. Und ja, ich habe ein Gold gefunden. Chris, hast du schon erzählt, was wir Gold hier machen müssen? Achso, ne. Schaut mal, ob der noch irgendwo eine Kiste oder vielleicht sowas ist. Dann mache ich mal so lange die Regeln. Also, mal kurz durchlesen. Ich glaube, das ist hier die Geschichte. Also, unterm Schiff ist ja nichts. Genau, also. Hier auf der Karte sind irgendwo so so Waffen und wir müssen versuchen, die eben zu finden. Die sind immer bei geheimen Wegen oder geheimen Orten sind die versteckt. Die sind halt hier irgendwo und das ist halt unser Hauptauftrag und es sind auch öfters mal so Goldstücke, die überall verteilt sind. Ja, eins haben wir. Tom, hast du auch Peaceful gestellt? Genau, hier geht's dann auf den. Okay, die Regeln, wir dürfen keine Blöcke brechen, wir dürfen auch keine Blöcke platzieren, dürfen nur Items benutzen, die in irgendwelchen Kisten sind, kein Hacken, kein Cheaten, oder? Verbrennen ist erlaubt und genießen ist erlaubt. Und wir sollen halt auch peaceful spielen. Achso, ja. Okay. Den letzten Check schon. Und irgendwelche Fehler oder so oder Bugs sollen wir melden. Okay. Dann würde ich mal sagen, start mal. Kalle ist der mutigste, ich glaube nicht. Ha! Kiste! Hier ist eine Kiste. Ein Fernseh! Hier war eine Kiste, war ein Goldstück nochmal und ein Holzschwert. Indoor-Garten. Ja, nimm das irgendwann. Ja, ich nehme Sperren. Alter, ist irgend so eine Druckplatte. Wenn ihr irgendwas habt, müsst ihr dann aufwerfen. Hat jemand was zum Draufschmeißen von euch? Tom, wirf dein Schwert da drauf. Los, wir gehen ins Zeltor. Geh mal weg. Weg, du okay, dann du das. Coolen Goldbaum. Na, im Keller. Das bin ich ganz umsonst hier runtergeladen. Ich glaube, dein Brunnen kann man auch nochmal runter. Wir spielen übrigens die Map auch zum ersten Mal, also wir wissen nicht. Wir wissen noch nicht Bescheid, um was es genau ist. Ach, Dave. Ich bin im Brunnen. Hier war nur noch eine Kiste mit. Ich hab die Tür geöffnet für euch. Nein, ich schaff's nicht. Nice. Was für eine Tür? Hier oben. Der Brunnen ist schon leer. Wo geht's weiter? Ja, komm da mal wieder hoch. Wo geht's denn eigentlich weiter?
Komm da mal wieder Dave raus. Verreckt dich. Ich hab Dave verreckt. Dave stirbt. Ich hab Leben gefunden. Ciao. Und einen Goldbaum. Wo seid ihr eigentlich entlang gegangen? Hier war so eine Tür, die hatte Hugo aufgemacht. Schau mal hier. Wie ist man da hingekommen? Hugo, wie ist es so hingekommen? Ah, na irgendwie wird's das. Okay, ja, Dave ist tot. Fettsack. Alter. Ich glaube, man muss hier weiter springen. Ja, wozu so? Habt ihr auf die Druckplatte schon was getroffen? Ja. Das liegt aber immer drauf. Jetzt hat sich auch eine Tür geöffnet. Hat jemand irgendwas, was nicht so wertvoll ist oder so? Lehm. Ja, genau. Lehm, das musst du unten auf. Oh, Dave, du fettes Sau. Wow. Geh mal, jetzt hat's, geht neu. Lol, da oben sind Leitern. Ja, irgendwie schon, ich glaube, da kommt man nicht weiter. Doch, für die Version glaube ich nicht. Ich glaube, in der älteren Version waren solche Leitersprünge noch möglich. Weil man konnte ging das nicht irgendwie mit Shift? Dass man sich an den Leitern festhält? Mit Shift. Ja, ich könnte ja mal probieren. Ja. Übrigens, die Ding ist wieder zu, ne? Die Tür. Mach mal auf. Ach, ich hab das Leben aufgenommen. Geht mal eine Runde, ich werf das nach unten. Ja, ich bin das war fail. Ja. Schau mal, hey. Mal auf oder so. So, und jetzt? Mich durch. Los. Mit Shift, also aufspringen und Shift drücken oder was? Schleichen, meinst du? Ja, ist Shift. Hier. Schleichen. Aber ich schleich doch gerade, ja. Schleicher. Komme ich nicht mal mehr hier hoch. Ja, du musst da einfach nur hier die Ding durchgehen. Das geht nicht. Ich komme nicht weiter. Probieren wir es trotzdem mal. Ja. Okay, weiter, du Stinker. Alter, ich komme nicht weiter, wenn ich... Hey, hör auf mich zu hauen. Mach mal weiter, Mensch. Da komm ich nicht weiter. Geht scheiße. Boah, ich bin hier eigentlich voll ausgerüstet hier. Boah. Hey, schau mal, ich hab ein Ganzkörperkondom. Ey, wo hast du die? Hey! Alter, ey, ich hab eine Keule dabei. Nein, ne? Das geht nicht. Wo hast du die Lederrüstung? Ich hab sie gefunden. Ich weiß aber nur. Doch unten im Brunnen waren sie drinnen. Oh. Jetzt komme ich auch nicht mehr da hoch. Weil ich seid einfach low. Willkommen im Club. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Also irgendwie geht es da nicht hoch. Ich glaube... Irgendwie man nicht. Konnte in früheren Versionen die Leiter ja, noch hochklettern. Alter. Nein, das geht nicht. Wenn wir uns irgendwie so da hochbauen, da schnell hochfliegen oder so. Hoch und porten uns dann. Nee, ich hab eine bessere Idee. Nein, bau nix machen? Ab. Nix abbauen, Tom. Du Lappen. Scheiß Lappen. Er baut die Tom, du hässliches ab. Stück. Wenn du bist alt, oben. Schau mal. Jetzt, du bist halt, ja eben, so geht's auch leichter. Du die Wolle wieder neu setzen. Teppich kaputt machen. Dann port mich mal oder so. Ja, ich brauch... Na, okay. Mach. Und macht euch selber in Game Mode. Google steht hier irgendwie rum. Au! Gut, habt ihr gerade was gehört? Au! Gut, ihr habt was gehört. Wow. Was? Hey, ich hab schon 12 Pfeile. Hey, unter uns hat sich die Tür geöffnet. Also, das ist jetzt halt hier, das ist jetzt halt hier, wo man durch die Leiden hochgekommen ist, oder? Sieht er mich noch? Ja. Ja, hier unten ist die Tür aufgegangen. Ich hab hier Gold bauen. Durch den Wald oder was? Ja, gib mir mal das ganze Gold. Ich steck das ganze Gold in. Na ja, du.
willst doch nur. Warte, hey, da oben ist noch eine Kiste. Dafür kriegt ihr mal die Preise. Der, na los. Der harzt sich hier die ganzen Goldbahn. Ja, jetzt gib Gold her. Du hast die Rüstung bekommen. Ja, ich habe noch 3 Stück. Na ja, damit. Nicht out of map gehen. Dead end? I could try to get on the roof. Na, hart, Dave. Ja, wir müssen irgendwie aufs Dach hochkommen, aber was ist denn jetzt? Oben. Ist da hinten irgendwas? Monster! Ist da hinten irgendwas? Also ich bin auf dem Dach. Ja, da geht's ja, ganz einfach auf die Burgzinnen oder wie das Zeug heißt und dann drüben, genau. Hier kann man auch noch lang laufen. Zack. Toll. Super. Jetzt komme ich nochmal hoch. Ich glaube, das war nicht beabsichtigt, dass wir hier entlang gehen. Sondern eher da auf dem Baum hier rüber hupfen und dann hier runter. Aber man muss da. Wir gehen. Können auch hier reingehen. Oder ist der Klaas? Nee, ist nicht. Ein Goldbaum. Wow. Ja, kick mich runter. Zeit wieder. Ja, naja, ich glaube, man konnte nämlich. Man muss eigentlich hier entlang gehen. Gibt jetzt irgendwas zu springen. Dave, warum haust du mich? Du hast vorgedrängelt. Mann. No. Ja, gut. Geschafft. Lol. Jetzt kommt hier irgendwas. In the next room you will find a Minecraft puzzle. When a card gets stuck, just push it with a second card. Also irgendwas mit Cards. Warte, ich nehm die mal hier alle. Dann bin ich der Cardman. Wartet mal auf uns. Cardman. Nein! Bin ich der Cardman. Ja, ich schaff's auch gerade nicht. Hier sind Hebel. Was? Ich glaube, wir müssen mit den Cardwagen auf die Druckplatte da kommen. Was passiert mit den Hebeln? Passiert irgendwas? Guck mal, da unten die Fackeln. Siehst du die? Die eine ist jetzt ausgegangen. Passiert irgendwas? Ja, ach, da stellen sich Weichen. Ah, da brauchen wir jetzt mal die anderen. Ich mach einfach mal nein, so. Nein, mach mal nur. Wir müssen erstmal schauen, wo das dann mit den Weichen hin. Tom, du musst mit Shift, also mit Schleichen um die Ecke. Ja, lass mal die anderen laufen. Probier's irgendwie schon die ganze Zeit. Ach nee, so geht's nicht. Wenn es jetzt das hier kommt, dann fährt's da entlang, dann fährt's da entlang. Dann ist hier. Du musst auch vielleicht berechnen, dass er um die Kurve. Ja. Okay, so geht's schon. Wir können ja einmal probieren, damit wir wissen, wo es nee, abfährt. Das sieht man doch hier, So fährt jetzt das hier Kerzen geradeaus, dann fährt's so, hier jetzt habe ich es angeschafft. Da hat jemand die ganze Kohle jetzt laut. Nicht heimlich schnüffeln. Da würde es jetzt um die Kurve rumfahren. Warte mal, ich glaube ich habe. Probier es einfach so mal. Hier, dann fährt's ich glaube, es geht sogar schon so. Ich probiere es mal. Es wäre doch eigentlich dann. Hast du Kohle reingetan? So, ja, habe ich. Hier entlang. Nee, warten wir mal. Fährt jetzt halt mal schauen. Das könnte klappen. Wo steckt es fest? Irgendwie doch, dann fährt's hier wieder hoch und auf die Druckplatte. Hä, was kommt denn da? Hä? Ah, jetzt kommt es gleich. Dann du so, aber nein, das kann ja gar nicht sein. Hier unten, das ist da runtergefahren und hier nicht weiter. Wir müssen hier den Schalter. Weil da unten noch so, da ist eine Kurve. Die Gleise. Nee, ja. Hier oben passen sie so weit. Du mal, Schalter, die weiter vorne sind, drücken. Kann ich nein, hier hinten passt es doch hin. Weil wenn es hier dann hochkommt, ne? Wenn es hier wieder hochkommt, wo es jetzt runtergefahren ist, dann fährt es dann hier entlang und hier auf die Druckplatte. Und ich merke gerade, dass es nur noch eine Minute Zeit ist. Na egal. Ich starte einfach mal. Nee, weil da unten ist dann so ein Kreisel und da bleibt stecken unten drinnen. Das sieht man von hier aus ziemlich gut. Das fährt hier nicht weiter. Nee. Warte mal schauen, wo es jetzt entlang fährt.
Oh, jetzt ist es tot. Egal, nee, davon ist es. Egal, dann würde ich sagen, dann lassen wir es jetzt halt hier mal und dann machen wir hier jetzt halt den ersten Aufnahmestopp. Gut, na dann bedanken wir uns jetzt hier fürs Zuhören soweit. Das nächste Video wird auf dem Channel von Büffelboy sein. Der Link werden wir in der Beschreibung posten. Gut, also jo. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.